Jo, willkommen zum neuen Video von mir. Mal wieder ein EDC-Video, allerdings nicht aus eigenem Antrieb, sondern ja, für den Joe, der Joe Earp. Der fragt nach unserem EDC. Jo, kannst du haben, liebe Junge, kannst du haben. Ich liebe EDC-Videos. Ich liebe sie zu gucken, ich liebe sie zu drehen. Siehst du schon mal so ein paar Sächelchen? Kommen wir erstmal zu meinem Schlüsselbund. Ja, Moment, muss ich was abmachen. Da ist mein Schlüsselbund. Oh je. Aber das hier ist mein LKW-Schlüssel mit Zweitschlüssel, weil ja, der braucht ein neues Schloss für die Tür. Und dann ist das nicht so einfach, mal eben ein neues ein neues Schloss ins Zündschloss reinzutun, weil der hat hier hier so, da ist ein Chip drin für die Wegfahrsperre. Also erstmal auf Seite gelegt. Dann haben wir meinen Schlüsselbund. Ich habe mich von dem Moki mittlerweile verabschiedet, weil der leider an meiner Tür, ich habe ein ziemlich beschissenes Schloss, an meiner Tür ein bisschen, ja, fehl am Platz ist. Haben wir hier von Key Monkeys hier so ein mit Kompass, Temperatur und einer kleinen Taschenlampe. Dann haben wir hier eine Pry-Bar, diverse Schlüssel. Das muss ich jetzt nicht alle erklären. Hier haben wir eine kleine Pfeife. Hört Mikey ziemlich gut drauf. Also ein paar Schlüssel. Dann haben wir hier noch von True Utilities so ein kleines Schlüsselbund oder Schlüsseltool. Ja? Und hier eins von Swisttech. Wenn man kann die so schön zusammenpacken und hat die dann hier mit dem True Utilities Karabiner schnell rausgeholt. Finde ich ziemlich cool, hat man ein paar Sachen dabei, zum Beispiel eine kleine Nagelfeile. Karabiner ist von Victorinox. Immer dabei irgendwas, damit man nicht aus dem Maul riecht wie eine Kuh aus dem Arsch. Finde ich wichtig. Dann sind wir gerade beim privaten EDC, nehme ich mal die Tasche hier weg. Im privaten EDC befindet sich immer mindestens eine Taschenlampe, so wie ich ja hier sagte. Meistens dann noch hier die. Das ist die True Night TE3. Ja, habe ich auch schon, habe ich noch nicht vorgestellt. Low Budget, richtig gut, aber ja. Und auch an der Basecap festzumachen, wie ich ja schon mal gezeigt habe. Ne? Wenn man nämlich den Clip hier nach da umsetzt, dann kann man das ganz prima an der Basecap festmachen. Dann hat man praktisch eine Stirnlampe. Auch mittlerweile immer mit dabei. Nee, das ist bei Bushcraft und auf der Arbeit ist das. Ah, kommen wir gleich dazu. So, kommen wir dazu. Messer. Ich habe immer irgendwie einen Schweizer am Mann. Meine zwei Lieblingsschweizer sind mittlerweile die beiden. Mein Climber. Und hier das Kompakt. Ja, ich lieb das Kompakt. Also das Climber liebe ich mit seinen Echo-Schalen. Ich finde, die sollten echt mal bei Victorinox hingehen und schwarze Echo-Schalen machen. Wirklich, also schwarze Echo-Schalen, das wäre richtig cool. Also die habe ich, eins von den beiden habe ich immer am Mann. So, dann kommen wir mal dazu, dass ich sage, wie Dave Canterbury sagt, two is one and one is none. Also immer zwei Tools dabei haben. Dann sind zum Beispiel im Augenblick oder seit Jahren schon, oder anderthalb Jahren, das Tenacious. Das Undura. Oder im Augenblick teste ich, Achtung, pass mal auf, das hier ist ein Fake-Messer. Das, ich glaube, Rubicon heißt es. Das ist so perfekt gearbeitet für ein Fake-Messer. Ich habe es neulich mal gezeigt, ganz kurz in einem Video haben die Leute sich drüber aufgeregt. Ah, der Bremen zeigt Fakes. Ja, und weiter.
Geht mir nicht auf den Sack. Dann guckt meine Videos nicht. Arschlöcher. oder hier. Ein Kirscher. Assist Opener. Also eins von denen sind immer mit dabei. Dann habe ich im Augenblick noch im Test ein Spyderco UKPK Fake. Das gehört dem Christoph. Das teste ich wirklich. Ja, man sieht es auch. Wie sich das schlägt, wie die Schnitthaltigkeit ist. Oh, Christoph, tut mir leid. So ein bisschen schmutzig. Ist nicht schlimm. Ich denke, Montag geht es wieder raus. Das Messer. Ich glaube, zum HD war es, ne? Zusammen mit deinem Böker. Das ist also für ein Fake ziemlich gutes Messer. Also das ist im Augenblick so meine Rotation. Dann haben wir hier immer der Schmutz. Meine Geldbörse von Tatonka. Sehr gute 1000D Nylon. Da habe ich, so wie ich das immer sage, hier habe ich ein Maßband drin, eine 128 GB Karte, Foto von meinem Sohn und eine Visitenkarte vom Truman's Army Shop. Ein Sinclair Credit Card Knife, Ketchup und von Sinclair nochmal eine Taschenlampe. Ja, die ist so geil. Führerschein. Postbank. Hier habe ich so nichts. Ein bisschen First Aid und so. Tralala. Das wäre also dann. Oder mein Spaten habe ich auch manchmal dabei. Das sind also die Messer, die ich. Die Sachen, die ich privat dabei habe. Meistens natürlich auch mein Headset. Ich habe zwei. Das hier ist von Plantronics. War, glaube ich, mal für 29 Euro. Gab es hier bei Euronics oder war das noch bei. Wie hieß denn der Name? Gibt es nicht mehr. War ein Rewe. Ein Rewe Elektromarkt. Gelber Hintergrund, schwarze Schrift. Ich weiß es nicht. Ist egal. Habe ich, glaube ich, seit 3 Jahren. Frau Bremer hat auch eins. Finde ich sehr gut. Dann zum EDC gehört mein Telefon. Damit filme ich gerade. Das ist Galaxy Note 4. Dann kommen wir mal zum beruflichen EDC. Da wäre zum Beispiel unter anderem halt mein LKW-Schlüssel, klar. Mit Tankschlüssel, tralala. Dann habe ich auf der Arbeit immer das Leatherman Wingman dabei. Ein sehr geiles Messer. Multitool. Weil das ist nämlich eins von diesen Messern mit Federunterstützung. Finde ich sehr gut. Auch sehr nützlich. Und Leatherman hat in den letzten Jahren ein bisschen an seinem Ruf zu knabbern gehabt. Aber ich muss sagen, das hier ist klasse. Ich weiß nicht warum, aber es ist klasse. Ich wollte es eigentlich gar nicht mehr eintauschen. Ich habe natürlich auch noch mal fürs Bushcraften das Leatherman Core. Ja. Habe auch noch von Leatherman. Das Leatherman Crunch. Ja. Habe ich schon Videos drüber gedreht und auch erklärt, warum. Warum ich dann zwei mitnehme. Das ist nämlich praktisch schon eine dritte Hand. Wenn wir beim Bushcraften sind, da habe ich dann hier noch mein Survival Bracelet mit Kompass. Eine Pfeife, Achtung. Und einem Zündstall und hier ist der Scraper für den Zündstall, also das um den abzuziehen. 1 Euro, ich glaube, bei Banggood hat es gekostet. Also, mir scheißegal. Also, auch wenn es günstig ist, geht mir am Arsch vorbei. Ja, im Prinzip war es das schon. Jetzt muss ich gerade mal überlegen. Habe ich was vergessen? Nö. Hier die Tasche, die hatte ich, glaube ich, schon mal. Da habe ich ein Review drüber gedreht, ist aber noch nicht raus. Hier passt übrigens, Achtung, aufpassen. Hier in das Ding passt mein Note 4 rein, damit ihr euch vorstellen könnt, wie groß das ist. Ja?
Ich lege einfach mal ein Victorinox drauf, damit ihr das seht. Es passt hier rein. Das mache ich aber nicht, weil wenn es nämlich regnet, dann habe ich es lieber in einer dieser Taschen drin. Ja. Hier haben wir noch mal so eine Spinne. Ich glaube, 8 Euro hat es gekostet, auch bei Banggood. Ich weiß es jetzt nicht. Kuli gehört immer dazu, zum Unterschreiben. Hier ein Werbekuli von SVG, Tankstelle, keine Ahnung. Jo, und das war's eigentlich schon. Ach, ja. Und ein Feuerzeug habe ich auch immer dabei, auch wenn ich nicht mehr rauche. Aber ich denke, das ist so eine Gentleman-Sache, immer ein Feuerzeug dabei zu haben. Mal anderen Leuten, was die für einen Krach machen da draußen, oder? Ja, ich bin jetzt eh fertig mit dem Video. Ist eine Gentleman-Sache, anderen Leuten immer Feuer geben zu können oder auch sag mal, für eine Survival-Situation Feuer dabei zu haben. So, dann danke ich euch fürs Zuschauen. Ja. Und hier, Joe Earp, weiter so auf dem Kanal. Und toller Kanal. Ich kommentiere eigentlich so gut wie nie, weil ich bin nicht so gut im Kommentieren. Das ist aber, dieses Video ist auch eine Art Respekt zu zeugen oder zu zollen. So, das war's. Ich danke euch fürs Zuschauen. Tschüss, Matthew, schwenkt den Hut, tschüss so ab und schwenkt die Kappe.